Ja, jetzt kann es losgehen. Endlich, endlich. Endlich, Leute, was geht? Und willkommen zurück. Ja, wir haben genug gegessen, wir haben genug getestet in letzter Zeit. Die ganzen Gönnergies und was nicht dazu gehört. Knoppers, Hanuta und alles drum und dran. Ja, jetzt im Moment, ja, gebe ich zu, ich habe nichts mehr. Ich würde bestimmt irgendwas finden, wenn ich im Laden danach suche. Aber wir lassen das jetzt einfach mal sein und kümmern uns um was anderes mal wieder. Spiele, ja, ich habe Spiele rausgesucht. Und die gucken wir uns an. Ich habe mir quasi 6 Geheimtipps rausgegrabt, wo man meinen könnte, okay, richtig geile Spiele, wurden von vielen Leuten empfohlen, sollen ganz gut sein, habe ich aber noch nicht gespielt, ja. Das ist ja bei mir immer so eine Sache, da könnte man natürlich einiges bringen, aber wir haben jetzt erstmal dieses Thema und ich würde sagen, da legen wir direkt los. Starten tue ich mit Crypt of the Necrodancer in der Nintendo Switch Edition mit dem DLC Amplified, ja. Es war ja so, also ich werde nicht immer erzählen hier von wegen, ja, der kauft dir alles und zockt das nicht, der stellt sich nur ins Regal. Nee, das hat er schon Hintergedanken. Ich will es schon spielen und ich bin durch den Zelda-Ableger da drauf gekommen. Es gab ja so einen Ableger, Crypt of the Necrodancer, featuring The Legend of Zelda, bla bla bla. So, dieses komische Rhythmusspiel. Und da habe ich mir daraufhin das hier auch geholt. Irgendwas so zwischen 10 und 20 Euro war das noch bei eBay gewesen. So, und eigentlich hatte ich natürlich auch vor, das zu spielen, klar. Wurde mir auch mal wieder empfohlen, aber diese Rhythmusdinger, ja, ich war ja schon bei Zelda und ich brauche da mal so ein bisschen, ne? Also das ist mir dann zu viel, ich muss erstmal ein bisschen Pause machen, erstmal das eine spielen, dann so das andere, weil es ist ja auch so ein bisschen volle Concentration für so Leute wie mich, die da so ein bisschen Noob drinne sind und, ja. Tauch ab in die Dungeons, in diesen auf Hardcore-Rhythmen basierten Roguelike gelingt es dir, den Necrodancer zu besiegen und dein noch schlagendes Herz zurückzuholen. Ja, spannend. Naja, ist auch so ein bisschen Story mit dabei und sowas, klar. Aber ja, hier drinnen auch. Hier, guck mal. Ist noch so ein bisschen Beilage. Und lol. Hihi. Geil. Ist ja wie Nintendo GameCube hier. Spielhandbuch. Klasse. Ja, da ist schönes Zeug dabei fürs Regal und sowas, aber sollte auch gespielt werden. Du Lusche! Jetzt so ein Ding, das kaufst du einfach, weil sonst ist es weg. So, man will es unbedingt haben und das ist aber so ein Spiel, ja, das ist auch wieder so eine Geschichte. SteamWorld Dig, A Firstful of Dirt. Und da ist SteamWorld Dig 2 mit drauf, mit auf der Cartridge. Ja, interessant, weil SteamWorld Dig 2 gibt es ja als Standalone in der Retail-Version. Das konnte man so kaufen, gibt es wahrscheinlich jetzt auch nur überteuer, ich weiß es gar nicht mehr. So. Und das gab's ja dann bei Superware Games. Da habe ich damals noch, wo ich damals noch einige Spiele bestellt habe, jetzt habe ich nichts bestellt, es kam auch nichts Interessantes raus und ja, jetzt habe ich das hier und natürlich bin ich mir da so ein bisschen eigen, das aufzureißen, weil wenn ich das wirklich nicht spiele oder für die paar Minuten, die es dann reinschmeiße, ist dann zu schade und dann nie wieder. Deswegen lasse ich das erstmal so lange zu, bis ich spiele, ne? Ich will es natürlich spielen, das ist das leidige Thema. Und ja, man kann sich hier so quasi durch die Erde graben, oder? Wie war das? Genau, richtig, mit diesem Typen. Ach, ich habe schon gesagt, keine Ahnung, weil ich noch nicht gespielt habe. Ich muss da mal richtig rein in das Ding. Oh, gleich gibt's Feuer. Gleich geht's los. Nintendo DS, ja. Obligatorisch jetzt hier mal als ersten Teil in die Kamera zu halten. Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf. Ja, ich habe auch die verlorene Zukunft und die Schatulle der Pandora. Der Ruf des Phantoms fehlt mir noch, quasi das Blaue. Und die 3DS-Teile, da gibt's ja noch so viel hier mit. Boah, Ace Attorney, da gibt's ja noch später hier Cat Real, Verschwörung und der Millionäre hier für Switch und 3DS und alles. Nee, noch keins gespielt. Keins. Und das sind wieder so Dinger, die könnten sogar richtig geil sein. Mit den ganzen Rätseln. Ich verpasse hier die ganzen Perlen, die ganzen Spiele. Ne, könnte die eigentlich nachholen, aber ich weiß auch nicht, was da mit mir los ist. Ja, hier noch schön damals mit dem dicken Handbuch. Nee. Wobei es da auch schon dickere gab, oder? Ja, jetzt ist ein ganzes Pamphlet hier drin an Papier. Alles da. Von einem hoffentlich geilen Spiel. Nächstes Ding, da ist es nur halb so ärgerlich. Ich habe es nicht für 70, 80, sonst was Euros gekauft, sondern für 22 Euro in einem Mediamarkt, in einer fetten Aktion. Sackboy, Big Adventure für die PS5. Ja, diese ganzen PS5 Exclusives, wofür die Konsole ja eigentlich auch gut ist, ne? Und ja, das ist eigentlich so ein Jump'n'Run à la Mario-Manier, könnte man meinen, oder? Normalerweise könnte mich das ja tangieren. Ja, bisher habe ich damit noch nicht angefangen. Spielzeiten, ja, wenn man die sieht, könnte man doch eigentlich schaffen. Wie viel waren es? 15 Stunden? 30? Je nachdem, was man macht, ne? Und ich kenne das hier nur mäßig von damals. Little Big Planet, sagt einem das was? Und
Hier ist noch so ein Wendekörper, geil. Aber trotzdem, es ist immer wieder ein bisschen ärgerlich, ja? Statt rumzuheulen, einfach mal anfangen. Das wäre vielleicht mal so eine Geschichte, aber sowas will ich nicht nochmal machen, so eine Challenge hier, ja, spiel das und das. Nee. Noch eingeschweißt, ja, für die Sammlung. Nein, man will es natürlich spielen, aber ja, Road 96 für die PS5. Das ist so ein Spiel, Road 96, ja. Für den PC läuft das bei mir wahrscheinlich gar nicht. Hardware zu alt. So, obwohl das Spiel nicht mal krass aussieht. So, dann nur für PS5 natürlich gekauft. Xbox nicht gesehen, dass da eine Retail-Version gibt. Switch, ja. Aber gut, egal. Auf jeden Fall Road 96. Du machst dich auf den Weg. Abenteuer, Freiheit, Entkommen. Flucht vor dem Regime. Fliehen. Versuche zu überleben. Das sieht ja schon mal alles ganz interessant aus. Auch die Bilder und so, ne? Aber das reinzuschmeißen, an der Konsole zu spielen, ich weiß nicht, was mich davon abhält. Ich bin zu blöde. Ach, was weiß ich. Thüringer Klöße. Nur am Rumnörgeln, der Typ. Ja, ich weiß, aber es gibt ja noch so ein Ding. Star Ocean, The Diving Force. Ja, es kam so ein neues Star Ocean Spiel raus und ich habe das gesehen bei anderen Neuzugangsvideos und sowas, auch mit diesen Hintergründen. Und das sah ja richtig geil aus mit diesen 3D, aber mit diesen Pixel-Charakteren. Ist das denn hier noch anders? Auf jeden Fall hätte ich da mal Bock drauf. Das habe ich mir mal für 10 € bei eBay geschossen. Und das soll ja eigentlich auch ganz geil sein. Ich habe mal Bewertungen gelesen bei Amazon. Ja, statt mal selber zu spielen, liest man mal Bewertungen. Aber naja, gut, man spart sich dann das Geld, weil es doch scheiße ist. Aber das ist das Spiel hier. Und ich bin da auch mal wieder sehr interessiert. Das ist ja sowas wie, ist nicht wie Fire Emblem ungefähr, würde ich sagen. Aber so von den Charakteren, vom Artstyle her, kommt das schon so in die Richtung, würde ich vielleicht fast behaupten. Oder Final Fantasy, ach. Ich habe keinen Plan. Naja, wenn sich die Wege zweier Helden kreuzen, wird sich das Schicksal des Universums verändern. Naja, vielleicht spiele ich die alle dieses Jahr mal durch. Wer weiß. Ich würde die ja alle gerne mal in näherer Zukunft anfangen. Ich hoffe, das wird auch was, weil da brauche ich nicht solche Videos zu machen, wo ich mich darüber beschwere. Aber gut, ich denke mal, ich sollte mich daran machen und auch an das Video. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und ciao.